Meine Familie lebt in Korbach, am Ufer. Dort ist die Lage schlimm. Es gibt nicht genug Essen für alle. Ich bin hierher gekommen, um etwas Geld zu verdienen. Vielleicht etwas Essen zu schicken. Aber ich kann mir nicht leisten, die Arbeit lange genug liegen zu lassen, um sie zu besuchen. Und ich verdiene nicht genug, um sie zu mir zu holen. Ach. Hättet ihr die Güte, das meinem Sohn in Tatk zu bringen? Ich weiß, dass er und die anderen es mehr brauchen als ich. Sorgt euch nicht. Ich kümmere mich darum. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren. Ei, ein Dieb namens Darsel hat sich mit den Rittern eingeschlichen und sich als Söldner ausgegeben. Hat etwas gestohlen, das mir gehört. Vor 2 Wochen wurde ein gesundes Kind geboren. Gloran Feier sei gepriesen. Doch die Mutter ist schwach. Darsel hat den Runen-Talisman gestohlen, den ich ihr zur Heilung überlassen hatte. Der Bastard wollte vermutlich nur schnelles Geld machen. Er könnte Mutter und Kind damit verdammt haben. Kümmert euch um ihn und bringt den Talisman zurück. Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braestark zu besuchen, Wanderer. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Donan schickt mich. Ha, immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah, das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Arida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut diesem Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen.
drüben. Leichen. Ich erkenne diese Leute. Was könnte ihnen das angetan haben? Sieht aus, als wären Wurzeln durchgebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Moment, warum ist der Durchgang blockiert? Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein, sie kommen. Schnell! Also gut. Ey, Ale, du Gru, Anidola Nochedo. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern. Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Diese Kammer, sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier?
Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat. Erida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith. Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Das hat geklappt. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut, verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Oh, Asche, vergessen. Wartet, wir sind nicht eure Feinde. Sie muss diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn, ihr ist etwas zugestoßen. Das wissen wir. Kommt. Yeah!
Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Zurück zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Hallo. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ah. Lilith. Sie gingen nach Norden. Der Klang von Eridas Talharpa verhallte im Wind. Und dann begann dieser Wahnsinn. Falls ihr ihnen folgen wollt, werdet ihr bei all dem Nebel nicht weit kommen. Die auferstandenen Gebeine scheinen ihn anzuziehen. Wir haben andere in den Hügeln entdeckt, bevor sich dieser aus der Erde erhob. Ich werde hierbleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich noch. Let's go.
Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Erida kam zu Besuch. Papa gab ihr Salz und Wasser. Sie dankte ihm, dann machte sie sich auf den Weg. Ich wollte mitgehen, ihr helfen, für die Toten zu singen, aber Papa ließ mich nicht. Wir teilen uns die Hügel mit der Druidin, aber ihre Arbeit ist nicht unsere Arbeit. Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark. Tretet vor. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben, ja. Aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten.
Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein. Das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen. Selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Estoroths Gefängnis erzählt, wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Estoroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen, wenn sie ihn nicht besiegen können. Wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Thank you.
Gut gemacht. Und? Sie hat nun hoffentlich Frieden gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Heldenmut und Opfer sind im Lauf des Schicksals oft miteinander verbunden. So sprach meine Mutter. Ich muss Vater erzählen, was geschehen ist. Was Lilith getan hat. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mehr zerstört.